Und damit direkt wieder zurück zu Minecraft Avelion. Wir waren hier beim Bau des Daches stehen geblieben und das wollen wir jetzt gerade auch zu Ende machen. Ich bin gerade enthusiastisch und nehme direkt die Folge hinterher auf. Oh ja, und das wird super. So, hier hatte ich zugemacht, genau. Dann brauchen wir jetzt wieder unsere Steinsegel schon, Schätzelein. Sind wir die beiden auch los? Und dann noch mehr. Und die Bretter. Da braucht man nämlich jetzt definitiv. Machen wir das nämlich so, dass wir das ganz simpel halten. Und ich stelle natürlich gerade noch meinen Wecker. Himmel. Ich lerne es auch nicht mehr. Und er läuft. Gut. Ich halt immer den Wecker vergesse. Oh. Ja, dafür war ja die Folge gestern, glaube ich, was länger. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ist auch, glaube ich, recht offensichtlich, dass sie das ist. So. Ist ja dieser Wintergarten doch ein bisschen robuster geworden, als ich gedacht habe. Oh, ich würde sagen, auch das ist okay. Ich habe doch gerade erst angefangen. Warum dämmert das schon wieder? Oh. Ich kann hier die Wand, glaube ich, einfach dicht machen. Klar. Klar kann ich das. Yep, Volltreffer. So, 2, 4, 3, 4. Hintenrum braucht es keine Fenster. Ah, hier kann man echt noch was draus machen. Ich würde das ja fast schon so lassen. Ist eigentlich ziemlich geil. Guckt euch das an. Boah. Aber bevor das hier noch großartig rumdämmert, gehe ich natürlich mal kurz schlafen. Ernsthaft, Dayton, das lasse ich so. Ist total geil. Absolut. Richtig schön. Da muss ich, glaube ich, hier jetzt mit Slabs arbeiten. Muss ich das? Ja, muss ich wohl. Eins, zwei, drei. Mach ich das so und dann kommen dann auch zwei Türen rein. Ist jetzt natürlich Verschwendung mit den Slabs, aber im Endeffekt eigentlich gar nicht. So, da hat man dann noch kleine Lüftungsschlitze. Wir haben natürlich kein bisschen Holz mehr. Das muss ich dann auch noch gerade eben farmen. Puh. Ich zähle erstmal, wie viele Treppen ich noch brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Treppen und dann gehe ich noch mal ein bisschen Holz schlagen. So. Das waren 4, ne? Perfekt. Oder hatten wir hier noch? Oh, wir hatten noch Bruchsteine. Jawohl, ist okay. Schwarzeichentür haben wir zumindest noch. Das ist nett. Och ja. Es wird genauso bleiben. Muss
das natürlich nur noch von dem Glasbläser akzeptiert werden. Aber ich denke, der hat damit kein Problem, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Ist doch eigentlich echt richtig schnuckelig. Das ist irgendwie... Das kann man so anbieten. Zack, 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 zack. Zack und zack. Das sind wunderbare Plätze für Fackeln. Okay. Wird natürlich doch das Innere hier ausgeleuchtet. So. Doch, doch, doch. Das ist okay. Die Ecken noch. Ja, 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 doch. Ja. Die Axt ist auch fast kaputt. Da mache ich mir gerade noch eine zweite. Kann ja eh nicht schaden. Und ja, ich werde mir definitiv demnächst erstmal eine Baumfarm anlegen. Allerdings erst nach meinem Lagerhaus. Dann sammle ich erstmal alle meine Ressourcen zusammen. Sortiere die dann kurz ein. Ich habe da eigentlich ein ganz okayes System. Auch wenn das gerade furchtbares Deutsch war. Okayes System. Ja, nö. Nö, doch, das habe ich, das System. Macht das jetzt nicht so riesig kompliziert, aber vor allem werde ich so nach und nach ein bisschen mehr sortieren. Ich mache das erstmal grob und dann, na, immer feiner. Weil das ist eine Sache, mit der will ich mich persönlich auch nicht so viel auseinandersetzen. Hey! Kein Wunder, dass das Ding nicht decayt. So. Ah, Setzling. Nice. Wahrscheinlich bin ich aus dem Chunk geflohen und deshalb ist es nicht despawned. Das ist natürlich angenehm. Ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr so viel von dem Zeug. Ein Baum soll mir jetzt mal reichen. Das ist sowieso ein recht mächtiger Baum. Mit vielen Ablegern und seitlich und bla. Ja. Korrekter botanischer Fachterminus. Bla. So. Den haben wir doch recht schnell abgeholzt. Doch, schön. Ich mag diese Schwarzeichenbäume. Ja, mein Sprachzentrum ist es nämlich noch nicht viel später als bei der letzten Aufnahme und da hat es mit dem Reden schon nicht so richtig funktioniert. Warum soll sich das jetzt auch geändert haben? So, wenn wir jetzt noch ein paar Setzlinge bekommen, dann bin ich sogar zufrieden und kann den Baum nachpflanzen. Und da droppt der Setzling. Zwei haben wir schon mal. 53, das ist mehr als genug. Oh, ich habe noch eine Steinaxt. Juppaidi. Ja, und da zieht sich gerade ein bisschen meine Nase zu. Ich glaube, das hört man auch. Ich habe doch gar nichts gemacht. Da liegt noch ein Apfel. Das ist natürlich meiner. Den esse ich nachher gerne auf. Na komm, ein Setzling noch. Oh. Jo. Und wieder zurück. Was ich natürlich auch noch machen muss, ist hier Dächer draufsetzen. Das ist absolut klar. Und ich glaube, ich hatte auch noch 30 hier.
Wisst ihr was, wenn ich gerade mal in der Nähe bin? Und das bin ich. So unfassbar, hättet ihr nicht gedacht, ne? Das ist krass. Ich hoffe, das reicht. Tut es aber definitiv nicht. 5, 6, 7. Nö, 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 nö. Dann ziehe ich da zumindest so einen Rand rum. So. Mit dem Dach werde ich mich übrigens nicht so lange aufhalten. Ich habe gerade überlegt, wo ich das hinmache. Ich mache da einfach so ein schräges Dach. Mit so einer leichten Schräge und dann hier rüber. Boah, es ist in Ordnung. Aber was ich gerade noch machen kann, kann ich natürlich nicht. Das liegt hinten in der Truhe. Kein Gemälde für euch. Ist okay. Ihr seid eine arme Bauernfamilie, da habt ihr auch keine Gemälde. Ich bin ein Monster. Da hinten, die Mauer sieht immer noch super cool aus. Ah, guckt mal. Ja, so ein kleines Treibhaus wollte ich dann auch noch irgendwann bauen. Das ist allerdings wahrscheinlich in so einer Viertelstunde getan. Vermute ich mal. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Nee, das ist dämlich. Dann kommt das Gestrüpp nämlich alles wieder weg. Das wird dann nämlich furchtbar aussehen, oder? Eigentlich gar nicht so schlimm. Ha. Ich muss mal gucken. Nee, aber ernsthaft, so eine... Oh, krass. Wie cool das aussieht, doch. Voll schön. So eine Plantage hier für, ne? Das Zeug ist eigentlich super schnell gemacht. Jo. Nö. Das Haus ist fast fertig, Leute. Bin ich verdammt gut vorangekommen. So, was wir jetzt noch machen wollen. Viel zu viele Bretter herstellen. Das ist in Ordnung. Und dann mache ich das, glaube ich, hier. Das ist natürlich dämlich. Das ist keine Axt. Dann nehme ich halt gerade die Steinaxt. So. Nee, das ist auch doof. Das will ich so nicht. Ja, das ist viel besser. Okay. Dann kommt da noch was hin. Huch. Da natürlich nicht. Nicht mit der Schere. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Aber doch, das hier mache ich dann so ein bisschen zu. Das ist okay. Sieht, glaube ich, nachher noch ganz hübsch aus. Dann haben wir da natürlich auch unsere Luke fertig. Gut. Alles klar. Ich glaube, ich mache die dann einfach hier. Da war noch ein Loch. So. Hier soll man natürlich noch rein können. Das ist halt, ja, einfach so eine Abstellkammer. Nicht mehr, nicht weniger. Fertig.
So, wir hatten ja noch ein. Ernsthaft? Sieht übrigens scheiße aus. Nein, tat's nicht. Es war in Ordnung, aber schadet jetzt auch nicht. Und natürlich ist es wieder Nacht. Au. So, nochmal schnell schlafen gehen. Ich kann immer noch nicht mein Inventar öffnen, wenn ich schlafe. Und habe vergessen, was ich machen wollte. Ist okay. Ich gehe nochmal kurz gucken. 1, 2, 3, 4 Türen. Und einen Haufen Truhen. Vier Türen, Haufen Truhen. Vier Türen, Haufen Truhen. Okay. Was kriegen wir da raus? Viel zu viele. Ah, okay. So, acht Truhen. Ist das ein Haufen? Fetter Haufen ist das. Fieser, feister, fetter Haufen. Also hier kommen keine Viechers rein, ne? Nee. Ist unwahrscheinlich. Ist okay. Sehr schön. Hier wollte ich ja, wie gesagt, einfach so einen kleinen Verschlag machen. Kommt da eine Tür hin. Da und da und da. Fertig ist die Butterwurst. Schmeckt am besten frittiert. So. Alles klar. Ich verteile noch gerade die paar Truhen hier. So. Kommt noch eine hin. Ist halt wirklich so eine Rumpelkammer. Muss ja nicht schön aussehen. Bisschen ungeordnet ist sowieso schön. Ja. Kommt man halt hier hoch. Hat hier noch einen recht schnuggeligen Raum. Dann kann man hier draußen wirklich, wirklich, wirklich schön die Aussicht genießen. Wie cool ist das denn bitte? Damit ist es offiziell. Ich bin mit dem Haus an sich zufrieden, glücklich und fertig. Nice. Ah, ist das nicht schön. Guckt mal. Also ich finde das toll. Sehr, sehr hübsch und alles. Und auch hier so der Anbau. Oh, der kann sich doch sehen lassen. Sehr, sehr schnuckelig. Der Weg wird ein wenig versetzt, fürchte ich. Ja, wird er auch. Hier wird das ein bisschen eingeebnet. Eventuell kommt der See sogar komplett weg. Ist natürlich ein bisschen schade drum. Oder? Das wäre echt zu schade drum, nö. Den baue ich irgendwie schön in das Dorfbild mit ein. Hühnchen, leg ein Ei. Legst ein Ei? Leg bitte ein Ei. Ei, 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 ei. Bitte. Ihr feines Hühnchen. Komm. Da sehe ich doch deinen Hintern. Drück ein Ei raus. Drück ein Ei raus. Oh, fieses Mistvieh. Okay, das hier wird die Dorfhöhle. Nee. Huch. Lichtfeder. Ah, ja. Ich will gerade noch 16 Kohle haben. Zwar exakt 16. Hippa! Okay.
Okay, das backt hier ein bisschen rum im Licht. Na, das ist halt, glaube ich, normal bei Shadern. Irgendwas ist doch immer. Pilze. Pilze nehme ich gerne mit. Das sind jetzt, glaube ich, die roten. Ja, das sind rote. Ich will doch noch 2 Kohle haben. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Gib mir Kohle. Hertha, gib mir Kohle, Hertha. Nö. Na, dafür ist die Höhle auch schon fertig. Ja, ich weiß. Ich kann das Eisen einfach nicht übersehen und liegen lassen. Nee. Räucht ja auch die Leute unnötig auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Keine Kohle für mich. Da ist ein Ei. Danke, Huhn. Eins, zwei. Oh, das sieht cool aus. Richtig hübsch. Ja, gut, nö. Soll mir reichen. Ja, komm. Is. Is, Bub, is. Fällt's mir noch vom Fleisch. Irgendwo höre ich das Huhn noch. Hat es noch ein Ei gelegt? Oder nur das eine? Wahrscheinlich nur das eine. Sehr schade. Meine Hühnerzucht ist natürlich auch super. Ich meine, Federn können wir ja auch gebrauchen. Und Hühnerfleisch ist einfach lecker. Ja, nö, dann würde ich sagen, war es das erstmal für dieses Haus. So ein bisschen Mauern und so weiter setze ich noch irgendwann drum, wenn das Dorf weiter gewachsen ist. Und ich denke, da wird sich durchaus jemand wohlfühlen können. Ja, doch, 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 doch. Mir gefällt's. So, ich habe jetzt noch massig Steine dabei. Das ist super. Ja, was heißt massig? Ich habe auf jeden Fall ein paar Steine dabei. Und ein Lagerhaus, das kommt natürlich hier schön ans Wasser. Wie gesagt, das ist dann wirklich schnell getan. Huch, das war's schon. Okay. So. Grundlage. Das ist der Mittelgang. So, 1, 2, zack. 1, 2. Okay. Haben wir hier Platz für Kisten, eine Pause, da Platz für Kisten, eine Pause. So, dann haben wir Gang, Truhe, Gang, Truhe, Gang, Truhe, Gang. Okay. Gang, Truhe, Truhe, Gang, Truhe, Truhe, Gang, Truhe, Truhe. Das wird der Grundriss. Das wird ein bisschen tiefer gelegt. Das ist aber auch okay. Da habe ich nämlich noch eine Kleinigkeit für hinten, also für ans Wasser. Noch so eine kleine Idee, nur ein Detail. Nichts, nichts Wildes, nichts Großes. Muss ich mir noch Schilder craften? Moment. Gang, Truhe, Truhe, Gang, Truhe, Truhe, Gang, Truhe, Truhe. Doch, passt. Gang. Doch, doch, doch. So muss das. Okay. Sowieso direkt ans Wasser gebaut. Doch, das ist okay. Das ist nicht verkehrt. Na, am Wasser gebaut. Ich bin so unglücklich. Ja, es.
Die arme Lagerhalle. Und ich glaube, ich lege mich mal gleich beim Schmied einfach hin. 3, 4, 5, 6. Das ist schon wieder dämmert. Allerdings kann ich hier gerade noch den Rand entfernen. Mach ich mal so. So. Das wird auch kein kleines Gebäude, aber ganz okay. Nur nachts schlafen, komm. Geh's doch. Bist doch auch schon müde. Steve, bitte. Du bist doch schon müde. Kleine Crafter müssen jetzt ins Bett. Okay. Das wird röter und das sieht so schön aus. Ich finde das total schön. Ja, du nicht. Es ist okay. So, dann mache ich das, glaube ich, tatsächlich mit denen hier. Auch wenn wir da bald keine mehr von haben. Aber ist ja nur für den Rahmen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehr schön. So. Das haut aber noch hin von den... Ja, ja, das passt von den Ziegeln her. So. Dann brauchen wir ein bisschen Erde. Zack. So. Lege ich mir mal einen Apfel ins Inventar. Haben wir wieder gleich einen Platz frei. So. Dann geht's hier runter. Kommt da so ein Ding in drauf? Wir hatten, glaube ich, sogar noch eine Tür, ne? Wir hatten zwei Türen. Okay. Zack. Nö. Nö. Geh weg. Geh. So. Ja, das wird das dann nachher. Ja. Aber wir hatten noch ein bisschen was an Eichen, also Schwarzeichenholz. Das wollen wir doch dafür verkloppen. Mal wieder so eine Mischbauweise, aber das ist schön. Das mag ich persönlich ganz gerne. Ich glaube, da kommen nachher tatsächlich, sag schon, Stämme hin. Wilde Stämme. Hohoho. Voll der gute Witz, ey. Ja. Du kommst weg. Dann ziehen wir da einfach noch zwei hoch. Ist das eine gute Höhe? Muss ich gleich mal von unten ausrechnen, ob das so passt. Und da gehen uns natürlich wieder die Schwarzeichensachen aus. Ist das nicht schön, Leute? Ist das nicht schön? Immer mangelt's an allem. So. Hier wollte ich ja noch was hinbasteln. Richtig schön hinklabustern. So. Dann sind wir die Tür nämlich auch schon wieder los. Jo, 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 das ist okay. Ja, hatten wir ja Gott sei Dank noch nie, dass wir jetzt Schwarzeichen farmen müssen. Noch nie. Das kennen wir ja gar nicht. Also 16 Stämme brauchen wir auf jeden Fall für die Eckpfeiler. Das ist eine ganze Menge Holz. Soll mir recht sein, dann mache ich hier den großen. Der sieht doch hübsch aus. Der muss sterben. Ja,
Ja, ich weiß, das sieht hübsch aus, der muss sterben. Das ist Ach, ist egal. Wisst, was ich meine. So. Okay. Äste ab. Ich glaube, so hoch müssen wir uns gar nicht machen. Nö. Das reicht schon. Genau. Da haben wir's. Gib mir das. 32, 34, 36. Das ist nicht viel. Ja klar, da kommt direkt ein Setzling raus, ne? Aber ich wette, Schwarzeichensetzlinge, die brauchen jetzt 5 Jahre. Oh. Nicht mit der guten Axt. Aber hey, noch ein Apfel. Läuft bei mir. Los, DK, DK. DK. Okay. Das war noch ein Entsetzling. Da haben wir jetzt 4 Stück. Perfekt. Du gehst weg. Ich will keiner. Ja, wir haben es ja nicht so weit hierhin. Dann würde ich das einfach gerade mal so lassen. Zack, zack. So das nee. Ja, nö, dann rennen wir wieder zurück. Ja. Jo. Beim Schmied vorbei. Hello Schmied. So, wir hatten natürlich keine Stufen mehr. Wäre auch schön. Schön kann man nicht. Erde. Och, toll, der hat noch Erde. Wie schön. Bei Unix, Alter. Aber die nehme ich mit. Gut. Ach, so viele brauchen wir gar nicht. Aua. Ich war doof wie doof. 3. Döbel, döbel, döbel. 1, 2, 3, 4. Da haben wir es doch schon. Huch, das ist so hoch. Okay. Hoppla. So. Okay. Kiste. Step. Kiste. Ja, so kann ich nicht rechnen. Ich muss das gleich mal direkt hier bauen. Bediene ich mich mal gerade bei diesem da. Ah, ich weiß, das schmeckt dir nicht. Ist mir egal. Ja, da hatten wir noch. Zack, 7 Truhen. Das ist viel zu wenig. Oh. So. Das ist eigentlich so die optimale Höhe. Viel höher sollte das auch gar nicht. Jo. Okay. Das ist jetzt die Frage.
Ja, ich überlege gerade. Kann ein bisschen dauern. Ist gerade schwierig. So, jetzt brauche ich mal wieder jede Menge Holz. Ich gehe mal kurz in meinem Haus gucken, ob ich da noch genug Holz für irgendwas habe. Ne, aber noch jede Menge Bruchstein. Geil. Da sind Bretter. Sehr gut. Und Zäune, das ist auch schön. Mauern. Richtig schön. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich gehe erstmal pennen und dann zeige ich euch, was ich vorhab. Zwischendurch genehmige ich mir noch ein Abendessen. Huh. So. Wir brauchen eh Milliarden hiervon. So. Dann gehen wir schlafen. Gut. Was ich nämlich jetzt überlegt hatte, wie ich diese Regale mache. Ja. Ist nämlich jetzt ein bisschen blöd. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Oh yeah. So, irgendwo kriege ich doch wieder einen Wasserdurchbruch, oder? Nee, Quatsch. Geht ja gar nicht. So. Okay. Jetzt noch den hier. Dann hier durch. Dadurch und dadurch. Dann das weg. Das geht weg. Nicht. Wasserdurchbruch. Du kurz weg. Zack, zack. Ich hoffe, das reicht jetzt überhaupt noch. Puh, wahrscheinlich nicht. 13. Das wird nicht reichen. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Auf jeden Fall eine schöne runde Zahl, das können wir herstellen. Acht und einmal die Kohle rein. Ich weiß. Brauchen wir eh deine Werkbank. Zop. So. Es war vielleicht ein bisschen Overkill. Ja, ich warte noch ganz kurz, bis das hier fertig ist. Zwo. Nö, tue ich nicht. Das dauert mir zu lang. Da werde ich ungeduldig. So. Jawohl, das wird was. Okidoki. Ach so, Overkill war das, glaube ich, gar nicht. Gehen doch ein paar drauf. Oh.
Nice. Ja, jetzt sieht man auch schon, was ich vorhab. Klar. So. So. Okay. Gut. So geht es natürlich nicht. Dann kommt man nämlich hier durch. Wundervoll. Mache ich nämlich die Regalböden einfach so als. Ne? Wisst ihr Bescheid? Okay. Als so, ne? Da wisst ihr Bescheid. Gut. Damit ist alles gesagt, was wichtig ist. Ah, ich liebe es. So. Wir brauchen massig davon. Wir brauchen unfassbar viel Holz. Wir brauchen richtig viel Holz. Okay, vielleicht dauert es doch ein bisschen länger mit dem, ne? Mit dem Lagerhaus, aber das ist okay. Denke ich. Das kriegen wir doch heute fertig. Komm. Also wenn wir heute schon wieder ein Bauprojekt abschließen, dann habe ich eigentlich einen ganz guten Schnitt. Oh je, was habe ich denn hier angefangen? Habe ich mich da etwa ein bisschen übernommen? Das ist ein Riesenteil. Ja. Bisschen übernommen habe ich mich da. Gut, dann halt so. Das ist eh nur eine Steinaxt, um die ist es nicht schade. Dann ist es auch keine Verschwendung, mich hier nochmal hochzubauen. Alter, geht ja noch höher. Krass. Was ist das denn für ein Biest? Okay, jetzt hat's aufgehört. Gut. What the f. Ich habe selten so einen krassen Baum gesehen. Ernsthaft. Was ist denn mit dem los? Ne? Leute. Ist unfassbar. Nein, aua. Aua. Ich tat doch weh. Boah, das ist ein Monsterbaum, Leute. Muss ich jetzt noch mal hoch? So leid mir das tut. Au. Au. Scheiße. Ich habe Springen verlernt. So. Das sieht aber okay aus. Ich denke, den haben wir jetzt tatsächlich soweit. Au. Okay, dann können wir jetzt Rest abernten. Fiese Baumdor. Tja. Mach ich kaputt.
Gut, dann haben wir auch schon mal die ersten Sachen für unsere Baumfarm. Sechs Setzlinge. Das ist schön, ja doch. So. Ja, mit 52 Dingern sollten wir halbwegs gut hinkommen. Hoffe ich. So, geh mal weg. So. Ich mache jetzt erstmal Kisten ohne Ende. Dann mache ich mir noch ein Stack hiervon. Dann mache ich hier auch nochmal Kisten draus. Da haben wir es doch. So. Kisten und Stufen. Das war gerade mein Timer. Ich muss die Folge eigentlich dann gerade beenden. Oh ja, ich brauchte eigentlich Schwarzeichen. Stufen dafür ist mir aber gerade furchtbar egal. Das bessere ich eventuell irgendwann mal aus. Mit Betonung liegt auf eventuell. Das geht natürlich gar nicht. So. Okay. Nö, da mache ich das gerade noch so weit fertig. Ich verbaste einfach mal meine ganzen Materialien. Also alles, was ich habe. Nee. Macht das wieder weg. Ich böse. Ich hab böse. Ich hab böse, Captain. Ja, ist gerade ein bisschen komisch zu bauen. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Das ist überhaupt nicht übertrieben. Ich gehe nochmal ganz schnell knacken. So. Huch, falscher Ausgang. So. Gut. Eventuell mache ich das auch so, dass ich da wirklich so eine komplette Ebene einziehe. Ich glaube, das ist auch ganz okay. Das ist völlig übertrieben, was ich hier mache. Okay. Habe ich nur gerade bemerkt. Das ist too much. Oh, dann kann ich es auch direkt komplett übertreiben. Tatsächlich so einen Boden einziehen. Da kommt man natürlich nicht durch. Hoch. So. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist in Ordnung. Soll mich nicht weiter stören. Hatte ich nicht noch die beiden Leitern dabei? Wundervoll. Das ist definitiv zu viel, was ich hier baue. Wie gesagt, das ist oh, vollkommen in Ordnung. Ne, gut, damit haben wir keine Materialien mehr. Wir haben hier trotzdem gut was gerissen in der Folge. Meine Güte, ich bin zufrieden.
Alles klar, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.